Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von den vier, die jetzt erstmal, oder drei, die jetzt noch folgen. Also mit der sind es jetzt noch zwei, also die jetzt noch kommen. Ja, genau, weil ja eine jetzt schon draußen ist, wenn alles geklappt hat. Wie gesagt. Ja, denn ich will einfach da ein bisschen reinkommen, weil ich das noch nie gespielt habe. Es ist auch nicht so schwer, ich meine. Ah klar, aber ich habe es einfach noch nie gespielt. Und deswegen ist es eigentlich ein ganz gutes Ding. Jetzt können wir gleich drin bleiben, da brauche ich auch nicht mehr schneiden. Hier, weil wegen 3 Sekunden wollte ich eh noch was sagen. Jetzt bin ich mal gespannt, sind wir Sieger oder Heide? Jetzt sind wir... Nicht schon wieder, oder? Okay, wir sind schon wieder. Ein Bücherregal. Aber das kennen wir uns ja mit aus. Ja, ganz einfach finde ich das perfekt, wenn ich jetzt vorproduziere, dann ist es ganz gut, dann kann ich mich... Alter, perfekt. Dann kann ich mich hier so gut einleben dann. Und so ist es, denke ich, ganz gut. Oder lieber hier hin. Nee, hier hin. Zack. Okay. The Seeker is coming. The Seeker is coming to find you. Okay, dann soll er uns mal coming to finden. Und ja, wir sind einfach hier, guck mal. They see me rolling. Nein, they see me hiding. They finding. Nein, sie finden uns natürlich nicht. Wie habe ich jetzt gerade nein gesagt? Oh Mann. Das ist auf jeden Fall ein ganz spannender Spielmodus, überhaupt wenn man im Eck sitzt. Ja, da fühle ich mich wie ein CD. Nein, Spaß. Ich bin hier nebenbei immer noch den Laptop am Zurücksetzen. Dann wisst ihr genau, dass ich jetzt alles innerhalb von einem Abend aufnehme, weil ich ja nicht mehr Zeit habe. Oh Mann. Aber es macht einfach Spaß. Und ja, wir haben in 245 Sekunden gewonnen. Das finde ich ganz schön. Ja, was gibt es denn ein bisschen zu erzählen? Ja, also ich finde, die Bücherregale sind schön angeordnet. Man sieht hier, dass hier uns noch ein Buch heimsucht, ein Bücherregal, und das... Junge, komm doch jetzt nicht zu uns. Sieht man eigentlich das Schwert? Ich denke nicht, ne? Nee. Sieht man doch nicht. Was macht denn der jetzt? Klitscht der jetzt da fest, oder was? Oder sitzt der auf mir drauf? Hau ab. In Ruhe. Das sieht man doch jetzt voll. Ah. Oh. Wenn wir alleine geblieben, hätte uns niemand gefunden. Naja, was willst du tun? Machst du nix? Ah, jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil das haben die ja, denke ich, genervt, dass man nicht mehr oben auf die... Also beide Spiele aufeinander sitzen kann. Das sieht zumindest nicht mehr so aus, wie man das als Spieler wahrnimmt. Und ja. Wir haben übrigens in 180 Sekunden gewonnen. Und was gibt's noch zu erzählen? Die Bundesliga hat wieder begonnen. Ja, aber schon letzte Woche. Und, oder? Vor zwei Wochen schon? Ach, keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht. Ich wollte irgendwas sagen. Ja, eigentlich man müsste sich echt so ein Thema raussuchen, ne, für heute den Sieg. Wenn man alleine ist. Ja, müsste man machen. Ich hoffe, wir sind in den nächsten Folgen mal Sieger. Oder werden zumindest mal gefunden. Das ist nicht, wenn wir dreimal dieselben Bookshelf sind, ne? Immer Bookshelf, dann wäre das assi. Oder habe ich irgendwas verpasst, dass man sich irgendwas kaufen muss, dass man da auch was anderes wird? Das kann ja nicht sein, oder? Nee. Ich hoffe nicht. Ja. Was gibt's zu sagen? Ich denke nichts. Außer, dass ich gerade nicht weiß, was ich machen soll. Ich glaube, ich würde einfach sagen, wir warten einfach mal ab, bis die 120 Sekunden runterlaufen, dass sie jetzt genau 120 sind. Und gucken uns das Regal an. Was haben wir denn hier drin? So ein, weiß gar nicht, was soll das eigentlich für ein Buch sein, hier oben. Das sieht aus wie, wie sieht das aus? Das sieht aus wie ein Buch, das quer liegt, aber, also ganz oben links rede ich jetzt, ne? Ich bewege mich jetzt extra nicht, dass man uns nicht sieht, oder weiß ich. Was weiß ich, ey, weiß doch überhaupt nichts, weiß ich. Auf jeden Fall sieht das komisch aus, weil wenn man sich das mal genau anzieht, sieht das aus, als wäre das, wäre die Beschriftung des Buches an der Seite vom Einband. Aber das kann ja nicht sein, denn dann wäre das Buch einfach nur so dünn.
Nee. Also, ich gehe davon aus, dass das Buch auf der Seite liegt. Also, dass da, wo unser Fahrtkreuz gerade drauf zeigt, das rote steht. Und so sieht das aus, als würde das liegen. Deswegen ist es so lang. Aber warum zum Teufel ist das Ticket da? Also die Beschriftung. Das ist ein Fall für Galileo Mystery. Ja, Mann, ich habe immer die besten Themen in der Welt. Aber das sieht nicht ganz normal aus. Nein, bitte nicht. Oh, Gott sei Dank. Er sagt, er macht nichts mit uns. Hoffentlich. Tops, ja, tops. Oh, Gott sei Dank. Wenn wir das jetzt auch noch gewinnen, waren das die perfekten zwei Runden von Hide and Seek, die man am Anfang eigentlich haben kann. Und dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, denn ich habe den Spielmodus noch nie gespielt. Oh nein, wir werden gefunden. Der schlägt da rein. Was? Nein, er trifft mich nicht. Jetzt bin ich tot. Er hat uns gefunden, aber wir haben fast gewonnen. Das heißt, wir haben fast gewonnen. Okay, gut. Alter. Wir verarschen. Please wait, warum? Sind zu viele Heiger. Heider meine ich natürlich. Sieger sind zu viele. Server will restart. Yeah. They see me rolling. They hating. Controlling because okay, meine Freunde, dann würde ich sagen, war's das für die Runde. Die war ja fast so erfolgreich. Aber immerhin haben wir mal kurz gesehen, wie es aussieht, wenn man Seeker ist. Und dann würde ich sagen, bis nächste Runde, haut da rein und ciao.